Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Valor von Shadowlong. Yeah, im letzten Part haben wir jetzt Michael, der Sohn von Philipp und Jan, haben wir schon mal so ein bisschen in die Ruinen geschaut, in die schon der Ritter Wilhelm vorgegangen ist. Die gehen ihn ja hinterher, in den tiefsten Ort. Und da wollen wir mal sehen, was sich dort so befinden mag. Jedenfalls sind wir nun in den untersten Ebene der Ruinen angekommen und hoffen wir mal, dass das gut ist. Denn wenn das nicht gut ist, wäre das nicht gut und dann wäre es schlecht. Macht Sinn, nicht wahr? Hoppla. So, ich glaube, diesmal wäre es sogar besser, wenn wir, es wird definitiv, wenn wir erstmal nach da links gehen. Ich bin mir dabei nicht hundertprozentig sicher. Wir werden rausfinden, ne? Spätestens dann, wenn es soweit ist. Und ja, ist eine gute Idee, jetzt hier lang zu gehen. Fällt mir gerade ein. Oh yeah, wieder ein paar Ball und ein bisschen Mana. Also, ich muss schon sagen, ich glaube, so viel MP hatten wir noch nie. Na gut, liegt aber auch an den ganzen Schriftrollen, ne? Ja, schon zwei Stück. Und ich glaube, nur einen kenne ich bisher. Naja, egal. So, und. Oi. Nur ein Ghoul. Aha, wusste ich, noch zwei Ghule. Ja, okay, das ist wieder der eine. Wo bleibt der andere wieder? So. Mist, nur einen erwischt. Der andere hat sich wieder wegteleportiert. Von denen gab es nicht mal was. Und von den anderen? Im Fall, das hat sich ja voll gelohnt. Ja, um MP, seh. Na, vielleicht gehe ich ja von der eine MP. Eine MP-Flasche. Bleibst du hier, du scheiß Pferdearsch! So. Nochmal. Erledigt. Oh, nütz. Nütz. Na gut. Kann man nichts machen. Nütz machen. Wieder mal tolle Wortspielereien hier. Naja, so toll ist auch nicht. Ja, wie was ich meine. Hier ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, wir müssen mal kurz den Flammenzauber einsetzen. Den haben wir schon auf Stufe 3. Jetzt kriegen wir einen richtig schönen Feuerball. Und. Na komm, Feuerball! Bam! Yeah, volle Wurst. Egal. Oh, da sehe ich einen Anhänger. Sehr schön. Den hätte ich natürlich gerne. Dann nochmal 10 Wahl. Okay. Ui. Und da rein da. Sehr schön. Gesetze der Schwerkraft für Arsch. Verdammt. Ui, komm schon. Puh, das war knapp. So, und dann jetzt die Mana-Flasche hier. Flump. Sehr gut. Vielleicht doch, die geschmiert, würde ich mal behaupten. Also, ich rüste doch mal wieder den Heilungszauber aus. Der kostet 12 MP, Madame Dacke. Heilzauber sind teuer, aber nützlich. Vor allem, wenn er auch noch gegen Untote hilft. Aber macht doch Sinn, ich heile einen Untoten. Oh, da oben ist ein Schlüssel. Da will ich ran. Ihr müsst ja mal wissen, ich und ein Kollege. Oh, ein Kelch. Ich und ein guter Freund von mir, der Killerbot 3000. Wir haben mal an ein, so Just for the Lulz, an ein RPG gearbeitet. Und ich hatte halt das Storyboard sozusagen. Er hatte die Ansage. Ich hatte das Storyboard, er hatte eigentlich die ganze Arbeit. Also von wegen Skript und so. Und da hatte ich auch so gedacht, so von wegen Untote und weil er ein Leben die schädigt, hatte ich auch dann so die Idee, komm, schon, diese blöden Ventilatoren, ey, die nerven total. Autsch. Eine Tafel. Okay, das ist hier gerade ein bisschen doof. Gott sei Dank. Wow, das war knapp. So, und genau hierauf. Und den Einwahl kann ich dann mal Trost ignorieren. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch mal wieder Mondgesichter oder Untote sehe. Da lohnt sich da das Heilzauber doppelt. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Ich hatte ja so gesagt: Zombies. Magier. Jo. Uff, da ist er knapp. Die Zombies wollte ich eigentlich weniger. Wollte eigentlich so. Beide? Wow, noch dritter. Wow. Vier Stück von denen. Nur nicht übertreiben. Okay, fünf.
What the hell? Moment mal. Nee, ich glaube, es ist immer... Ah, okay. Ich hatte ihn noch nicht getötet. So war das Problem. So, na gut. Krieg ich den Zombies einfach so. Meine Güte, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So, speichern wir auch die MP im Bild, ne? Und jetzt auch wieder eine MP-Flasche. Was ist denn Zombies? Also da lohnt sich nicht wirklich, den Hals dabei zu setzen, weil ich die auch physisch vernichten kann. Von daher... So. Erledigt. Na oh, magischer Pixel, ey. So, jetzt aber. Meine Güte, stirb endlich, du scheiß Zombie. Im Fall, meinetwegen. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Kollege. RPG-Maker und Untote. Da hatte ich auch die Idee von wegen Heilung schädigt doch Untote. Also machen wir doch mal so, dass Lebenszauber wirklich auf die schädigend wirken. Allerdings, dass Giftzauber halt positiv auf die wirken. Ja, da lohnt sich das schon mal wirklich jetzt auch. Also wenn man sie vergiftet, dass das die Regener wirkt und umgekehrt. Das Regener sie halt schädigt. War halt meine Gedanke dahinter. Er hat es auch versucht umzusetzen. Naja, wir sind leider nicht so weit gekommen, auch überhaupt nur dahin zu kommen. Ja. Das Grundkonzept war eine geile Idee. Fand ich zumindest. War auch meine Idee, ne? Naja, aber ich weiß einfach nicht, wie man mit dem RPG-Maker umgeht. Und ich habe bisher einfach nicht die Muße und Zeit gefunden, mich darüber mal zu beschäftigen. Ich habe einfach zu viele Ideen im Kopf. Und zu wenig Zeit. Und der Bakula dreht sich. Dreh dich, Bakula. Und so weiter. Komm schon. Sehr gut. Oh, Bakula, die sind einfach nur da. Die nerven einfach nur. Okay, ne. Ja, ich brauche das nicht einmal. Ah, vielleicht. Oh, Bakula verliert nichts, oder? Bakula verliert gar nichts. Weil das ist eine Mana-Flasche für 100% und ich habe Mana voll. Was soll's? Egal. So, wo muss ich denn jetzt lang? Fiese Gegners? Nö, eigentlich nicht. Aber Geld. Geld regiert die Welt. Da ist eine Mana-Flasche. Und da oben brauche ich den einen Schlüssel, den ich ja vorhin schon gesehen habe. Also der Tierich war dazu, dass ich da hoch muss. Das klingt zumindest nach einer sehr guten logischen Schlussfolgerung. Also durchkomme ich schon mal. Das ist ja schon mal etwas, ne? Okay, und das ist die Treppe nach oben. Treppe nach oben sind nie gut. Na komm. Aber Treppe nach oben könnte auch mal gut sein. Je nachdem, wo man hin will, ne? Wenn man hoch hinaus will, das ist Treppe nach oben ganz gut. Wenn man nach unten will, dann sollte man ja Treppe nach oben unten nehmen. Apropos Treppe nach unten. Hier, das kennen wir doch schon, ne? Gott, das kannten wir schon, oder? Das Problem, wenn man drei Timelines gleichzeitig let's played und man versucht, sie relativ unterschiedlich zu machen. Egal, an solchen Stellen bist du halt runter und da haben wir auch schon den Schlüssel. Sehr schön. Müsste so ein bisschen zurücklaufen, aber naja, komm, das kriegen wir auch noch hin. Das werden wir so noch gerade eben hinbekommen, denke ich mal. Echt, aber diese Feuerplattform wieder. Und zu einem Ventilator. Das kriege ich hin, Ja, jawoll. Hab's dann den Ventilator abgekriegt, aber scheiß drauf. So, dann rieche ich auch mal die Zombies und die Magier hier. Und es waren doch nur drei Magier. Ich bin einfach nur so schwach, sie mit der vernünftigen Sprungattacke umzubringen. Und dabei ist die Sprungattacke die stärkste, die ich habe. Das Ding steht da hinten, das ist mir ganz recht. Die 10 Fallen, die kann ich auch vergessen. Kann ich auch umgehen. So, wo war das? So, und jetzt komme ich da auch weiter. Dann da wieder durch und, ja. Diese Stelle kennt ihr ja eigentlich schon. Bist du da eine Tür? Allerdings kann ich ja auch nichts für. Und an dem Bakura komme ich vorbei, oder? Ja. Und, jawoll. Sehr schön. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, und jetzt kann ich hier auch endlich weiter. Und mein Mund wird schon wieder verdammt trocken. Meine Güte. So, und dann hier ruf. Ich sagte, und dann hier ruf. Geht doch. Und
öffnet die Torte mit der Pforte. Warte mal, nee, nicht Pforte, nicht die Torte. Die Torte soll zubleiben. Seitdem da ist, ich hab's gesagt. Ach, komm schon, ein Riesenritter. Ich bitte, ouch. Ich bitte euch, ich hätte ruhig was anderes machen können. Aber Riesenritter ist nicht unbedingt das Nonplusultra. Die sind zwar groß, aber das war's auch. So. Und tschüss, Koski. Hier noch eine Heilflasche. Jawoll. Und geht nur Tor auf, oder? Ja, okay. Das ist der einzige Nachteil, wenn man keinen Ton hat. Man hört halt nicht mehr, ob Tore aufgehen oder Items aufploppen. Also Bücher. So, nochmal ein langer Gang mit 3 G. Okay, mindestens 2 Zombies. Ui, 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 ui. Und noch einer von dir. Autsch. Blöder Saftsack. Hab ich erwischt? Glaub schon. Boah, das gibt's doch nicht, du. Du Ockendorf. Du, boah, das gibt's doch. Sakralege, Sakralege. Ja, Sakrileg nochmal hier, ey. Puh, die blöden Ritter, das haben mir solche Sorgen gemacht, Probleme gemacht. Ihr dämlichen Soldaten hier, ey. Komm mal rüber, dann mach mal dein Highjump da. Weiß schon. Genau den, aber bitte so, dass ich mich nicht erwischt. Meine Fresse, blöde Gegner, ey. Verliert nicht meine Heilflasche oder so. Oh, au, 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 au. Wo ist er denn hier? Rangesbuch. Donner Zauberstufe 3 erreicht. Der Donner ist mächtiger und feuert 4 Schläge zugleich. Na, ganz nett. Wenn ich den mal wirklich brauchen würde. Naja. So, und was haben wir denn jetzt hier? Sind wir nicht jetzt mal langsamer fertig? Vor allem, wie weit ist Wilhelm gekommen? Was zum Henker? Er geht doch! Wahrscheinlich kam schon die Abschlussmusik jetzt einfach nicht gehört. Ach, da ist ja Wilhelm! Mann, ist er recht gekommen! Wilhelm, was ist passiert? Ja? Prinz, hinter dir! What the fuck? Abgeblockt. Block. Was, du Schurke? Du hast Wilhelm angegriffen? Du hast schon gut... Du hast du dran getan, meine Magie mit deinem Menschen abzuwehren. Ein normaler Mensch stirbt schnell. Nur ein Dragonfeller kann mich befriedigen. Okay, wer bist du jetzt schon wieder? Sieht fast aus wie ein Drache. Ich bin Halfas, Diener des mächtigen Dahaka. Ich töte Dragonfellers. Um es kurz zu machen, ich werde dich töten. Das ist wirklich kurz. Du machst wohl Witze. Du bist es, der sterben wird, Monster. In deinem Zustand würdest du verlieren. Du sollst es dich stärken. Hä? Will er mich heilen oder was? Was? Und zwar so. Das ist natürlich... Was zum... Oh, scheiße, Wilhelm! Hat sich geopfert. Ich spüre, wie der Hass deinen Körper durchflutet. Hass ist die Macht. Jetzt bist du stark. Du hast... So macht das Ganze Spaß. Am Berg Verea wirst du das Schwert finden. Und mich. Dort kannst du ihn rächen. Wilhelm. Wilhelm. Na, warte, Halfas. Halfas, warte nur. Dafür wirst du sterben. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art, einen zu stärken, Halfas. Nur mal so zur Information. Ja... sind wir hier leider in Ruin fertig. Mit einem traurigen Opfer von unseren Diener, von unseren Kameraden Wilhelm. Was hast du denn zu bieten, Händler? Der will tauschen. Okay, was willst du denn haben? Pfeffer, Tee und Harfen. Oh, Moment mal, Harfen habe ich noch. Pfeffer glaube ich auch. Ich tausche. Das ist nicht praktisch.
Jawohl, gute Besser. Es besteht eine große Nachfrage. Ich biete die Ohrringe. Wie steht's, tauschst du? Ohrringe sind praktisch, Leute, denn Ohrringe verringern die Kosten aller Zauber. Hoppla, um 1. Das ist wirklich sehr praktisch. So, okay, ich hätte den Tee behalten sollen. Eine Harfe, die auch, ich habe ganz am Anfang gesammelt. Halle, dafür kriegen wir eine weitere Tafel. Meinetwegen. Jetzt haben wir schon 12 Tafeln, meine Güte. Brauchst du gar nicht zum Tauschen. Und schon schickt er uns wieder weg. Sehr gesprächig, dieser Händler. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal los zum Berg Viria. Der Park wird Überlänge bekommen. Das steht schon mal fest. Boah, ich muss kurz was trinken. Mal runter. Allerdings war der Part auch noch nicht lang genug. Einfach frühzeitig zu beenden. Gut, der Berg Viria. Wollen wir den mal erklimmen und Halfas mal gehörig die Leviten lesen? Als Rache für unseren Freund Wilhelm. Der hat eine ziemlich kranke Vorstellung von wegen ein Stärker machen. Aber er hat nicht ganz Unrecht. Man sagt ja auch, wow. Freundchen. Hornissen sind kacke. Wo war ich? Wow, das sieht jetzt verdammt viel. Okay, das waren viele Flugviecher. Oh, ein Diamant, sehr schön. Also an sich hat Halfas ja auch nicht ganz Unrecht, weil man sagt ja auch, Leute, die im Zorn sind, kämpfen erbitterter. Und wahrscheinlich geht es Halfas darum, einen erbitterten Kampf zu haben. Halfas ist aber jetzt echt sehr merkwürdig. Also, vor allen Dingen, der Haker. Wer ist da? Wer oder was ist der Haker? Hat Fabra damals sich auch sowas erwähnt? Felddämon. Haben wir hier noch irgendwas im Glück? Aber ich glaube, Fabra hat damals doch auch erwähnt, dass er für Dahaka ein. Dass er der Diener des Mächtigen. Dass er der Diener des Dahaka sei. Aber wer oder was ist Dahaka? Tja, Leute, das gilt's doch rausfinden. So. Zack. Und der Felddämon ist auch was erledigt. So, erledigt. Dann machen wir das Tor. Die GP-Vollflasche. Nicht schlecht. Ich dachte, im Mana wäre es zwar schöner gewesen, aber ich verdiene ja relativ selten Mana. Oh, eine heiße angeoffene Gefruchte. Ist das denn? Ist das nochmal ein Anhänger? Tatsache, das ist ein Anhänger. Naja, den will ich haben. Da gehe ich auch gerne ein bisschen Schaden ein. Wenigstens ist es ja nicht so, wie es eigentlich sein würde, wenn man in die Lava laufen würde. Denn normalerweise würde ich euch vorstellen, wenn ein Mensch in Lava fällt, macht's BUM! Er explodiert. Ja, und woran liegt es? Weil das Wasser, was ja im menschlichen Körper drin ist, weil der menschliche Körper besteht dazu ein sehr hohen Bestandteil aus Wasser, auf schlagartig anfängt zu kochen. Und deswegen macht der menschliche Körper dann kaputt. Gut, die Halbflasche. Ach, jetzt hält sich noch ein paar mit Sicherheit. Außerdem, ich habe noch genug MP. So, bevor es kritisch wird, kann ich mich doch mal schnell heilen. So, und was haben wir hier? 4 Gegner. Mindestens 3 gepanzerte Orks. Na, verpiss dich ruhig, du feige Sau. Und wieder Magier. Jetzt kann ich die Magier wenigstens wieder einen Angriff töten. So, Mana-Flasche voll. So. Warte, sie kommt ebenfalls weg. Keine Mana-Flasche und. Kein Buch. Na gut, dann geht der Weg auf und wir können weiter. Eieiei, der Part wird definitiv Überlänge haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin auch selber dran schuld. Ich hätte auch was sagen können: Leute, der Part wird zwar noch kurz, aber ich beende ihn hier. Aber nein! Ich sagte natürlich das nicht, weil ich einfach der Meinung war, dass es zu kurz wäre. Naja. Okay, ich bin. Sicher, aber ich glaube, die Schlüssel werden wir brauchen. Ja, ein bisschen komisch, wenn wir nicht brauchen würden. Na? Na? So. Schrägen sind schräg. Okay, wir brauchen die Schlüssel tatsächlich. Und das ziemlich früh sogar. Und jetzt? Noch eine Lava. Pilze? Okay, das sind ziemlich pilzeresistente Pilze. Ein Dämonenritter. Panzerreich.
Die kennen wir schon zu Genüge. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber kann man ebenfalls mit den Heilzauber vernichten. Das hat sich doch ziemlich gelohnt, finde ich. Ich war recht angeschlagen. Das waren zwei Untote. Und der Pilz hier nervt. So, der geht den Stern, verliert magische Kraft für mich. Nö. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. So. Dann dauert dieser... Okay, das Inneren des Berges sind wir schon mal raus. Das ist ja schon mal etwas. Dann ist mal hier nochmal. Na gut, okay. Und wie giftige Matschepampe? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Wow. Allerdings Felsen. Oder halt Blöcke zum Schieben. Glaubt ihr, muss nach ganz nach hinten schieben? Na gut, okay, auf die 10 Ball scheiße ich jetzt einfach mal. Und wenn ich die ganz hinten habe, komme ich dann höchstwahrscheinlich auch weiter. Jawohl. Jawohl. Und Flammenwerfer des Todes. Und neulich Ende des Levels. Meine Güte, das Level scheint doch, doch länger zu sein. Aber ich hab's ja doch gesagt, ne? Die Level werden länger. Zwei Ex-Männer mindestens. Und eine Magierin. Na super. Wenigstens können die nicht heilen. Autsch. Ah, das. Ah, ich merke auch gerade noch einen anderen Unterschied. Die greift mit Eis an, die Magier mit Feuer. Ja. Also das gleiche blöde Angewohnheit, sobald sie einmal angegriffen wird, sich zu teleportieren. So, du verlierst die Mana-Flasche? Nee, die verlieren leider auch Giftpilze. Allerdings ist hier, glaube ich, jetzt auch nicht Levelende. Meinetwegen. Tor ist schon wieder dicht und das Level geht noch weiter. Nur um zu Ende zu gehen. Ach, die sind ja lustig, eh. Diese Spieleentwickler. Manchmal könnte man echt glauben, die hätten Sinn für Humor. Naja, egal. Damit haben wir den Berg erklommen. Und wie ihr sehen könnt, geht es hier oben noch um einiges Stückchen weiter. Das ist es nämlich, Leute. Der Berg ist verdammt groß. Doch was ist alles hier oben noch erwartet wird, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Mal, schönen guten Nacht. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!